más alto os da la bienvenida. Arriba, tenebrosas nubes se concentran y giran como terribles danzas sinuosas. El hijo ha nacido. Echad un vistazo a nuestro escaparate. No nos quedan existencias penitentes. No nos quedan existencias penitentes. Agradecidos estamos.
sabe. No se aflija. Tomad y con... Pronto seré uno con esta milagrosa. Será entonces... Pronto seré, será entonces cuando mi alma tornará por siempre dulce y dorada. Pronto seré uno con esta milagrosa miel. Será entonces cuando mi alma tornará por siempre dulce y dorada.
deseáis entonces Lincea, pues. ¿El sacramento ahora? Contemplad la cáscara vacía de vuestro. Él pagó el precio de mi liberación con su carne frágil, con su piel marchita. Él aún permanece. Sin embargo, su voz, una última recompensa os ofrezco, a cambio de que continuéis saciándome de vuestras culpas. Volved cuando la carga más os pese, y así me saciaréis. A vuestro servicio estoy, venite. He labrado una nueva pieza para vuestro retablo. Tomad. El milagro os guarde.
Esta espera, esta interminable espera ha sido mi penitencia. La penitencia original, tan antigua como el milagro mismo. La que me nombró primero entre los penitentes, perpetuo por su gracia, perpetuo para guardaros esta eternidad. Milagro mío, atended mi ruego. Otorgadme vuestra bendición para cumplir con vuestra santa encomienda. Cubrid mi cuerpo con heridas. Lacerad el pergamino ajado que cubre mi carne. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. Soy el primer penitente, y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último.
soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora, que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último. Ahora, que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado.
soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado.
pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Okay.
pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado.
pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado.
pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último.
Que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último. Ahora, que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado.
soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora, que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Soy el primer penitente, y vos seréis el último. Soy el primer penitente, y vos seréis el último.
pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado.
Moin. Guten Abend. Es geht. Ah, ich bin krank seit Mittwoch. Oh. Vor ein paar Wochen? Kann ich? Ich bin auch krank, seit Ausbildung angefangen hat. Ja, das habe ich jetzt wieder. Ich habe genau das Gleiche, aber in etwas milder. Ja, ist trotzdem nervig. Ja, die ist. Ich meine, sonst war die Woche eigentlich ziemlich entspannt. Habe mein ganzes Haus geputzt, actually. Frühschicht. Ich hab mich schon gewundert, warum ich nicht gesehen habe, aber. Hast du einfach geschlafen nachmittags, ne? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Bist aufgewacht. Ja, das ging ganz schnell. Das war schon dunkel dann, ne? Fast. Der. Nee, was mit dir? Ich hab ein bisschen Sorgen gemacht. So ein Grund. Ich weiß auch nicht. Ja, war einfach so ein Gefühl. Irgendwie gerade kein Bock oder so auf Zocken oder. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Schon. Oh, okay. Nicht auf PS5, alles außer PS5. Damn. Ich meine, das ist cool, dass es Cross. Ja, das scheint mir ein gutes so Handyspiel zu sein. Ich meine, es ist cool, immer ist es auch. Ich meine, müsste auch, ne? Also so ein Spiel. Finde ich, muss einfach auf dem Handy laufen. Das ist ein gutes Handyspiel. Soy el primer penitente y vos seréis el último. Okay.
Hast du das wirklich selber gespielt? Ich dachte, das hat irgendwie dein Bruder so gespielt. Ja. Ja, ich in irgendeiner Kampagne solchen Spielen glaube ich nicht. So die neueren wahrscheinlich. Die älteren, okay. Ich weiß nicht, ich hab wenn schon immer den Multiplayer nur gespielt. Keine Ahnung. Aber krass, dass du mal was anderes gespielt hast. Ich dachte schon, das wäre dein Bruder. Mit wir Zombies. Weißt du, was sie mit Zombies gemacht haben jetzt? Das ist richtig traurig. Die haben das jetzt in so ein Open-World-Spiel verwandelt, wo du so MOBA-mäßig auflevelst. Und ich denke mir so, Bro. Das ganz Neue. Das sieht so trash aus. I don't know. Wow. Das wundert mich. Classic. Da habe ich am meisten die Maps gespielt. Black Ops 3. Like, what the fuck? Bro, the bait? Ja, im Kopf waren sind Zombies immer super. Was, wie hieß die Karte? Die erste Karte von Black Ops 3, Shadows of Daub oder so? Mordor. Ich weiß, ich habe die Karte mit zwei Freunden wirklich so. Wir hatten immer Basketballtraining, so Dienstag und Donnerstag. Und wir haben das nach jedem Basketballtraining haben wir es immer gespielt. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Also wir haben das bei eingespielt und dann immer abgewechselt und dann sind wir alle nach Hause gegangen, nachdem wir fertig waren. Ja.
Okay. Sicher die Karte. Farm. Wohl was das? War die Stadt komplett auf im Feuer so? Okay, ich glaube, die habe ich erst was gespielt. Und Farm habe ich auch etwas gespielt. Ich glaube, ich habe Stadt und Farm gespielt, etwas. Ja, das glaube ich wieder die. Schön sehen. Das ist ein sehr gutes Angebot, ja. Das ist schon sehr gut. Nee, ich habe Black Ops 3 auf jeden Fall meiste Zombies gespielt. Auch deshalb. So. Spaßige Korb. Digga, da fehlt irgendwie. Ich meine, das würde heute nie wieder passieren, aber weil man es auch nicht mehr nutzt. Aber früher, das war wirklich so richtig normal, Split Screen zu spielen. Ja, die machen, ich meine, die sind schon zu faul, das Spiel überhaupt zum Funktionieren zu bringen. Also. Ey, das kann so leicht sein, wie du willst, aber die sind zu faul, um das zu machen. Glaube ich dir, ja. Ich sicher. Ja, nee, ich meine, ich will es ja gar nicht bestreiten. Es ist einfach, ich weiß, die Entwickler, die machen das nicht. Ja.
Ich meine, es wäre cool. Aber ja, ich vermisse das überhaupt, dass man das gemacht hat. Weil ich meine, man hat es eigentlich nur gemacht, weil man nicht genug Konsolen hatte, so jeder für sich selber. Oder. Naja, das ist schon. Ja, ich dachte mir schon, der ist ja irgendwie vielleicht krank irgendwie, hat er keinen, der auf ihn aufpasst, ist richtig krank zu Hause oder so. Dachte mir, der frage ich einfach kurz. Ja, ich dachte mir schon, dass du krank bist. Ist halt irgendwie, was hast du bekommen einfach? Okay. Okay. Ist gut. Okay. Das ist. Zündungswert, Eisenwert irgendwie. Hast du Bluthochdruck? Ja. Okay. Das kann ich noch nicht. Okay. Geht's dir besser? Ja, ich hab das habe ich noch nie gehört, diese Blutkörperchen. So, dass dann einfach mehr da sind. Okay, ja gut, ich meine. Der etwas hoch war. Ja. Ja, gut, zum Glück ist es jetzt nichts Schlimmes. Das klingt ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich weiß jetzt gar nicht, was die schlechteste Form davon wäre. Wenn das einfach nur Blut rauslässt, dann ist es geklärt. Also. Ja, gut, ist dann, wenn man rauchen. Ja. Ja, gut. Einfach nur fürs nächste Mal, weil sie einfach aufhören.
Ich meine, würde mich nicht wundern, weil ein Arzt würde. Man wundert mich nicht, dass ein Arzt sagt, dass man aufhören soll zu rauchen. Ist halt ein Arzt, ne? Aber ob das wirklich jetzt die Ursache davon ist oder einfach, ja, du weißt, es ist ungesund, ne? Okay, ja, das ist das Wichtigste. Da gibt es irgendwie so Zündungswerte, Tiefes. Wenn du müde bist, ich dachte, ja, Eisen wahrscheinlich, aber. Na gut. Gut, zum Glück, zum Glück. Ja, das ist. Ah, okay. Ja, gut, das ist aber nicht schlimm. Auch wenn das zu hoch wäre. Das ist wirklich nicht wild. Sogar Eisen ist nicht wild, aber die Mal, die ich Eisenmangel hatte, habe ich das immer gespürt beim. Wie müde ich war halt. Das ist meistens. Habe ich das auf die Art gemerkt? Ist mir gut so und. Es ist scary, ne? Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich EKG mache oder so. Oder eine Blutannahme. So, auch wenn ich jetzt wirklich mir eigentlich keine Sorgen machen sollte. Aber man stellt sich immer das Schlimmste vor. Weiß nicht so, ich trinke halt nicht mal Alkohol oder rauche oder so, also. Ja, na gut, das ist gut. Ja, ich trinke eigentlich nur Alkohol mit Freunden. Das ist halt echt selten. Also so im Monat vielleicht einmal. Also das ist so das Höchste eigentlich. Wenn wir wirklich so ein Gruppentreffen haben, dann so alleine Alkohol zu trinken ist irgendwie auch nicht so mein Ding. Ich habe auch eine ganz kurze Zeit lang geraucht. Für so ein Semester. Ja, ich weiß, ich glaube, ich habe das auch einfach nur gemacht, um jemanden zu beeindrucken. Das klingt mega scheiße, aber. Das ist einfach. Ich hatte von vornherein zum Glück nie eine Sucht dafür. Ja, Gruppenzwang ist. Ja, meistens Gruppenzwang. Ey, mein Mien. Glaube, ich war kurz 18. Sind Hormone auch viel aktiver. Naja, ich meine, ist auch. Naja, also das klingt jetzt so dumm, wenn man sagt, das sieht cool aus, aber das bringt dir in der Schule schon Punkte, weißt du? Also. Ja, meistens eigentlich voll entspannt immer. Ich hänge trotzdem mit Rauchern ab, heutzutage oft, wo ich selber nicht rauche. Ja.
Ja. Ist schon ein Anfang. Ja. Damn, wow. 25 auch schon einiges. Wow, okay. Nice. Was für ein Geld. Was für ein Geld. Geld. Ja. Pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. Wow. Okay. Ich dachte, es wäre wegen Geld gewesen, aber das ist ja noch krasser. Dem Frau. Wow. Damn, Alter. Naja, mir würde es schon allein wegen Geld wehtun. Echt. Las tintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Love to see it. Mi penitencia aún no ha terminado. Das ist richtig, ja. Na, definitiv. Ja, na, 100%. Ja, das ist gut, aber muss sich auch keine Sorgen da machen. Ist auch oben, wenn man irgendwas hat und dann nicht beim Arzt war und dann denkt man sich, ja, vielleicht ist doch was Schlimmes und dann macht man sich mehr Stress. Ja. Ja, das klingt schon, als ob der nicht kehren würde. Das ist leider auch so eine Wahrheit, die man lernt dann, dass auch Ärzte einfach ihren Job machen und das heißt einfach kein Interesse dafür zu zeigen. Manche, ne? Wie viele Leute in ihren Job, die machen das halt auch nur, um in die Freizeit zu kommen und dann interessieren sich überhaupt nicht mehr. Was halt viel schlimmer ist als Arzt, finde ich schon, ne? Weil es halt ein Job ist, wo man halt richtig Leute behandelt. Finde ich das ziemliches Arschlochverhalten. Also keiner, wenn eine Kassiererin irgendwie keinen Bock hat auf ihren Job, dann nehme ich sie nicht übel, aber so ein Arzt ist es was anderes.
Ich hätte schon ein bisschen länger gespielt, aber ich dachte, ja, das muss jetzt mal. Let's go. Nee, aber ich hatte auch schon so zwei Ärzte, die nicht so gut waren. Jetzt habe ich eine gute Ärztin. Und bei der bin ich jetzt schon seit vielen Jahren jetzt. Will ich auch nie wieder wechseln. Ja, Chevron-Erz habe ich auch mehr Glück gehabt. Okay. Wow. Ja, wow. Das ja, ne, kann ich auch, ja, kann man sich nicht beschweren dann. Ich hatte locker ab für ein Jahr gesucht. Nach Corona muss ich mir vorstellen, dass der Arzt bei uns, der hat richtig viele Impfungen gemacht und ist dann in die Rente gegangen. So viel Geld hat er verdient, weil die ja richtig viel bezahlt bekommen haben. Und der hat dann einfach die Praxis geschlossen. Das ist einfach so fuck it. Einfach Geld gemacht fürs Leben anscheinend. Weil das einzige Mal, wo die super fleißig waren. Der hat wirklich das praktisch 24/7 gemacht. Und dann hatte ich so ein Jahr, musste ich einen Arzt suchen. Ja. Damn. Ja, kann mir vorstellen. Kann mir vorstellen. Okay, immerhin, Alter. Gott sei Dank, ey. Naja, den Struggle kenne ich. Diese Masche so absolute Arschlöcher, ey. Ich meine, weißt du, das ist halt. I guess es macht Sinn, weil ich. Wahrscheinlich sind einfach viele Leute haben das gemacht wegen ihren Eltern und halt einfach keinen Bock. Und das merkst du dann. Und dann die Leute, die wirklich Bock hatten, sind die Ärzte, die. Die halt wirklich das machen wollten als Jobauswahl. Ist halt bei so einem Job, ist halt wirklich schon Arsch auf Halden, dann halt, ne, den Job nicht richtig zu machen.
Das ist immer die, ja. It happens, ja. Definitiv. Die verdienen den Respekt auch. Also. Das ist schon. Ist auch wichtig, Digga. Also einen guten Arzt zu haben. Digga. Da fühle ich es gerade. I guess. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe also. Nein. Boah, da müsste ich echt schon die Lore vom ersten Spiel erklären. Nicht mal die von zweiten, sondern die vom ersten auch. Aber weißt du, was ich erstmal machen muss hier? Ich muss rausgehen, das Spiel speichern und safe machen auf PS Plus. Dann kann ich alle Enden machen hintereinander. Ey, I'm sorry, ey. Ey, es gibt kein New Game Plus. Ich will die Enden sehen, ja? Also. Las nubes. Ja, aber ich meine, das will ich schon so machen, aber ich will die Enden halt jetzt sehen. Also, da Comienzas kommen die jetzt ahora gleich la eins zu gran Ende, ya. batalla. Nee, 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 nee. Das war der Vorendboss. Weil jetzt kriegst du. Jetzt wäre das Spiel, glaube ich, zu Ende gleich. Und jetzt habe ich sozusagen. Also, was auf der rechten Seite ist, ist sozusagen dieses Secret Ending, was ich unlocked habe. Das Schwert, was gerade aufgegangen ist. Und sonst wäre, also sonst wäre ich jetzt hingelaufen und jetzt würde das Spiel enden. Und jetzt wäre hier kein Licht. Weil es war halt so ungefähr auch beim ersten Teil. Und jetzt habe ich aber ein Secret Ending. Las Nee, nee, nubes die ist ahora einfach. la batalla y Die hat detendrán hier nuestras praktisch die fuerzas. Aufgabe gegeben und ich denke mal, die bedankt sich jetzt. Comienza así la obra del alto dramaturgo. Nee, es ist einfach, ich weiß nicht genau, aber im ersten Teil war es halt auch so, dass du, wenn du den Secret Ending ge gemacht hast, dann hast du auch so ein Ende bekommen, aber halt ohne das Licht. Und dann Secret Ending hast du das Licht gehabt. Und ich nehme einfach an, das ist das gleiche hier. Das würde wahrscheinlich das Secret Ending sein, ja. Würde auch Sinn machen, weil ich habe halt alles gesammelt. Halt so wirklich. Ich glaube, ich habe sogar. Warte mal, ich habe 100%. Ne, ich habe 99% an der Karte. Für die. Las nubes se Da, abren y das. comienza así la obra. Ne, das ist auch so ein Spiel. Im ersten Spiel musstest du auch alle. Du musstest auch alle Collectibles sammeln, dass du das Ende bekommst. Das habt ihr voll gerne gemacht. Ich finde immer, die haben das richtig gut gemacht in den Game. Dass du Collectibles sammelst. Und du hattest immer viele Items bekommen zur Hilfe. Und die waren immer cool versteckt. Also die waren nicht so langweilig. So. Jetzt habe ich hier Trophäe bekommen. Okay, warte, warte, warte. Ich muss das jetzt speichern. Wir machen jetzt das Secret Ending und dann machen wir das Bad Ending. Weil guck dir an, wie cool das ist, Digga. Das ist actually die. Das ist, ich glaube, das ist immer noch so Spiel des Jahres für mich. Also.
Mann, ey, das ist so ein gutes Spiel. Ja, ich weiß, schon ein Hot-Take, ne?